Ahoi und Servus hier zu dieser lustigen kleinen Bootsfahrt auf dem Königssee aktuell. Zweiter Tag meiner Geburtstagsreise 2019. Heute ging es zum Obersee. Obersee ist eigentlich nur zu erreichen über dem Königssee, also über den Wasserwege. Ja, die Fahrt war ganz interessant gewesen. Währenddessen gab es noch ein paar Informationen vom, wie nennt man den eigentlich? Schiffbegleiter? Na, wie auch immer. Lustige Informationen auf jeden Fall mit dabei gewesen. Alles recht informativ. Und wir haben später nochmal Halt gemacht an der Schallwand. Dort gab es nochmal eine Trompeteneinlage. Und ja, so hört sich's an. So, ich bin jetzt gerade angekommen hier am Königssee. Ist das jetzt die letzte Station gewesen? Jetzt geht es noch zum Obersee. Und ja, jetzt schon echt positiv überrascht von der Gegend hier. Wird man noch die ganzen Eindrücke auf mich wirken. Aber schön hier. So, hallo zum zweiten Spot hier vom nächsten Alpentour-Trip. Ich befinde mich jetzt beim Obersee. Relativ schwierig hier Fotos zu machen. Viele Leute, die hier rumlaufen, viele Touristen. Habe jetzt von hier vorne Timelapse-Aufnahmen gemacht. Keine Ahnung, wie die geworden sind. Bin jetzt eigentlich so weit erstmal durch hier. Regen fängt gerade an, wie man sieht. Und ich werde dann, glaube ich, gleich nochmal nach St. Bartholomä wechseln. Ja, sowas hier. So, nochmal ein ganz heißer Tipp. Seid rechtzeitig da. Ihr seht letztendlich, was da los ist. Ich war letztendlich selber schuld. Scheiße gelaufen. So kann man keine guten Bilder machen. Naja, nächstes Mal früher da sein. So, ich bin jetzt wieder beim Königssee angelangt. Cooler Spot hier. Nicht so viel los. Auf dem Weg jetzt zwischen dem Königssee und dem Obersee. Gibt es echt viel zu sehen. Also, sieht echt schön aus hier. Auch interessant, dass auf den Fels und da auch Bäume wachsen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das Motiv hier, finde ich, erinnert ansatzweise so ein bisschen mit dem Hinterseefoto. Hier so ein kleiner Tümpel. Ja, das Wasser sieht hier am Anfang nicht so schön aus. Ansonsten hätte es wahrscheinlich ein gutes Motiv gegeben. Ich werde mich gleich zum Boot begeben. Und dann geht's zu St. Bartholomä. Ja, viele werden den Königssee wahrscheinlich in Verbindung mit der Wallfahrtskapelle St. Bartholomä in Verbindung bringen. Ganz bekanntes Motiv auf jeden Fall, wurde bestimmt oft schon gesehen. Letztendlich wusste ich nicht wirklich, was mit diesem Motiv anzufangen oder dieser Halbinsel auch mit anzufangen. War kurz dort gewesen, habe mir es mal angeguckt, mal schön da gewesen zu sein. Aber so den heftigen Spot konnte ich dort nicht finden zum Fotografieren.
Und ja, nach einem kleinen Aufenthalt habe ich mich dann wieder ins Boot gesetzt, zurückgefahren. Und das war dann auch letztendlich der zweite Tag meiner Reise gewesen. Unspektakulär, ich habe mir nicht wirklich was auf den Zettel geschrieben. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei wärt. Dankeschön, ciao. Herzlichen Dank und alles Gute!